Okay, hier sieht es ein bisschen unheimlich und düster aus. Es fehlt eine Murmel. Schön. Da haben wir ein Wimmelbild, das habe ich schon gesehen. Ah ja. Wahrscheinlich kann man ihn nur stellen, wenn man herausfindet, wo seine nächste Show stattfindet, bevor er noch mehr Leute ins Verderben lockt. Ich hätte nicht geglaubt, dass Menschen in Puppen verwandelt werden können. Dieses Poster sieht alt aus. Er war schon einmal in dieser Stadt. Wer weiß, wie lange er diese dunkle Magie schon ausübt. Der Mob könnte recht haben. Dieses Böse könnte die Erklärung für die seit Generationen vermissten Kinder sein. Jupp. Passt so wie in einem Horrorfilm, ey. Etwas unheimlich ist es ja schon, ne? Okay, können wir hier irgendwie was einsammeln? Nö. Wir können nur nach oben gehen oder erstmal das Wimmelbild machen. Oh, lecker. Käse, Wolf, Schlinge, Fisch, Schildkröte, Teufelsstatue, Schachfigur, Schleuder, Goldmünze und ein Glasauge. Okay. Käse. Lecker. Wo haben wir denn hier Käse? Ist das hier Käse? Nee. Okay. Ja, wo könnte es der Käse sein? Ah ja, hier. Wolf. Oh Gott. Wolf. Wolf, Wolf, Wolf. Könnte eingezeichnet sein, könnte... Keine Ahnung. Irgendwie in ein Bildformat sein. Kann alles Mögliche sein. Ah ja, hier, eingezeichnet. Eine Schlinge, die ist da oben. Ein Fisch. Okay. Könnte auch vielleicht irgendwo eingezeichnet sein. Ich weiß es nicht. Ahnung. Eine Schildkröte, die habe ich hier schon gesehen. Eine Teufelsstatue, könnte die da unten sein? Jawohl. Eine Schachfigur, die habe ich auch schon gesehen. Der Springer. Eine Schleuder. Da unten. Nee, keine Schleuder. Okay. Schade. Ah, da oben, glaube ich, oder? Ja. Eine Goldmünze, die habe ich da auch schon gerade gesehen. Wann die? Genau da. Das Glasauge habe ich auch schon gesehen und jetzt fehlt nur noch der Fisch. Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht, dass er hier auch irgendwo eingezeichnet ist. Zutrauen würde ich es den Entwicklern. Aber nee, ich glaube nicht. Wo ist der Fisch? Da oben. Und wir erhalten ein Stück Käse. Oh, lecker. Mmh, wir gehen erstmal oben. Bevor wir zur Ratte gehen. Oha. Wow, ist das ein großes Teleskop, ey. Hallo. Teleskope. Diese wissenschaftliche Erfindung hilft uns zu sehen, was sonst nicht sichtbar wäre. In den richtigen Händen kann es tief schauen, kann Wahrheiten und die oft ignorierten Dinge im Leben enthüllen. Der Mond scheint eine Rolle bei dem Verschwinden der Kinder zu spielen. Hier muss es eine Verbindung geben. Vom Marktplatz aus betrachtet ist er mit Wolken verhangen. Aber vom Dachboden aus kann ich ihn sehen. Laut meiner Berechnungen müsste er halb voll sein, aber aus irgendeinem, in Klammern, magischen Grund ist er dies nicht. Ich sollte mir sein Licht zunutze machen können. Okay. Hier fehlt natürlich eine Linse. Toll. Okay, da haben wir ein Wimmelbild, dann machen wir das auch erstmal. Löwenkopf, Kelt, 4 Feder, 4 Schlüssel, Schraubenschlüssel, Handschuh, 4 Dartpfeile, was? Ohrringe, Fächer und Streichhölzer, okay. Löwenkopf, das könnte der hier sein. Zumindest ein halber. Ein Kelt, den habe ich auch schon hier gesehen. 4 Feder.
Eine ist da auf jeden Fall, die zweite ist da. Die dritte ist dort und die vierte Feder ist da unten. Vier Schlüssel, einer ist dort. Da haben wir einen Schlüssel. Da haben wir einen. Tja, und der vierte ist mal wieder gut versteckt. Ja. Schraubenschlüssel. Ein Schraubenschlüssel. Boah. Ah ja, da oben. Handschuh. Ja. Da. Vier Dartpfeile. Einer ist da, der zweite ist dort. Der dritte ist da oben. Und da haben wir den vierten. Ohrringe. Ohrringe, Ohrringe. Ja. Nee, das sind keine Ohrringe. Das ist die hier? Ja, okay. Fächer, den habe ich auch schon gesehen. Oh, Streichhölzer. Oh Gott. Also Streichhölzer und ein Schlüssel fehlen mir noch. Okay. Da haben wir die Streichhölzer und jetzt fehlt nur noch ein dämlicher Schlüssel. Da oben. Ah! Und wir erhalten die obere Löwenkopfhälfte. Okay, gut. So, dann kehren wir mal zur Ratte zurück. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal ein ganzes Stück zurück. So, hier war die Ratte. Hier hast du Käse. Und wir erhalten, ah ja, eine Linse. Sehr schön. Und jetzt dürfen wir erstmal wieder zurück zum Riesenteleskop. Da war die... Nee, Quatsch. Da war der alte Mann. Dann war das doch hier. Sorry. So, dann wollen wir mal die Linse hier hinzufügen. Und da haben wir wieder eine Nachricht von den Gebrüdern Grimm. Der Mondstrahl hat unsere Magie zu dir durchdringen lassen. Unsere Hellseherin sagt, dass du in dem Haus einer einst wichtigen Familie bist. Vor über 100 Jahren, Wahnsinn, verschwand ihr Kind. Die Hellseherin sagt, dass das Kind noch lebt, aber in ein Monster verwandelt ist. Oh Gott, arme Kind. Wer hat es gesehen? Wir wissen, dass kein Zauber für immer währt. Dies ist das Gesetz der Magie. Finde das Kind und du findest das Böse, welches diese Stadt heimsucht, die Gebrüder Grimm. Wie konnte das Kind mehr als 100 Jahre überleben? Was für ein grausamer, gemeiner Fluch. Ja, in der Tat. Und der Mondstrahl zeigt hierhin. Und da haben wir ein Juwel. Danke dafür. Moment. Da müssen wir erstmal wieder kurz zurück. Genau, und hier bei der Laterne konnten wir das ja einsetzen. Genau. Ah ja, ein Rätsel. Die Knöpfe an den Seiten des Kästchens sind mit verschiedenen Lämpchen verbunden. Drücke die Knöpfe, bis alle Lämpchen leuchten. Gott, okay. Ah, so ist das, okay. Also es müssen alle leuchten. Nee, das war falsch. Okay.
Ah, kriege ich das noch? Ja, gut. Oh, das sah gerade schön aus. Und wir erhalten... Oh, ja, die magische Schere. Sehr schön. Das heißt, wir können ihn jetzt befreien von den Fäden. Thank you. Oh, we must hurry. We haven't much time. He will be coming for me. It's the crystals he wants, and my knowledge of them. You must find them all. A single gem can slow his progress and counter some of his magic, but only briefly. It's the reason he was never fully under his control. There are more. Possess all and perform the... Das war der Puppenspieler, den wir da gerade gesehen haben. Mein Gott, der arme Mann. Jetzt wurde der entweder entführt oder im schlimmsten Fall umgebracht. Ich weiß es jetzt nicht. Da hängt eine Puppe. Krass. So, da fehlt noch eine Kachel. Da liegt was. Das muss einer der Kristalle sein, die der Puppenspieler erwähnte. Ich muss die restlichen finden. Blauer Kristall. Okay. Da haben wir auf jeden Fall ein Wimmelbild. Was wir natürlich jetzt auch machen. Eine Kurbel. Eine Eisenfaust. Pferd, Herz. Taschenuhr. Stechpalme. Ring. Schon wieder Manschettenknöpfe. Gürtel und Klee. Eine Kurbel, die ist da. Eisenfaust. Eine Eisenfaust. Die ist dort. Pferd. Schaukelpferd. Süß. Ein Herz. Dort. Eine Taschenuhr. Die hat sich da versteckt. Eine Stechpalme ist dort. Ein Ring. Der ist da. Manschettenknöpfe. Dort. Ein Gürtel. Der ist da. Mit der Truhe. Und Klee. Dort. Und wir erhalten eine Kurbel. Alles klar.